Ich darf mich kurz vorstellen, mein Name ist Gregor May, ich komme vom Premium-Kollektiv, Premium-Cola-Kollektiv aus Deutschland. Wir sind weit verbreitet, weit verstreut in Deutschland, deswegen gibt es nicht so den einen Punkt, von dem wir aus arbeiten, weil wir sind mehr oder weniger ein Internet-Kollektiv. Was das alles heißt, das erzähle ich gleich. Kurze Frage vorab, wer kennt uns schon, beziehungsweise einmal, zweimal, dreimal, viermal? Im letzten Jahr hat sich so ein bisschen was geändert oder ein paar Sachen sind dazugekommen, Neuerungen sind dazugekommen, deswegen, falls ihr da speziellere Fragen habt, komme ich gerne dazu. Sofern sich das nicht im Rahmen des Vortrags ergibt. Ich würde das ganz gern so machen mit Fragen, dass ich kurz so 40 Minuten, eine halbe Stunde, 40 Minuten Input gebe und dann ihr Fragen auf mich schmeißen könnt, so viel ihr wollt und so viel ich beantworten kann. Es gibt wahrscheinlich Fragen, die ich nicht beantworten kann, aber das sehen wir dann. Normalerweise am Anfang mache ich so ein bisschen Input darüber, wo wir eigentlich herkommen, was wir wie das Ganze entstanden ist, das will ich ganz kurz machen, weil sonst schaffe ich die 40 Minuten nicht. Und ich möchte eigentlich lieber ein paar andere Sachen noch erzählen. Angefangen hat das, oder nee, ich mache mal kurz den Einstieg, was ist eigentlich Premium Cola? Premium Cola ist ein Unternehmen. Wir stellen Cola, Bier und diverse andere Getränke her in Kooperation mit anderen. Und was wir anders machen als andere Firmen, klassische Firmen, ist, dass wir alle Entscheidungen mit all unseren externen Partnern treffen. Und zwar nicht einfach so Mehrheitsverhältnis, sondern wir machen das auf Augenhöhe und wir machen das im Konsens. Und externe Partner sind nicht nur Gewerbetreibende, sondern das sind zum Beispiel auch unsere Endkunden. Also sprich, wenn ihr morgen oder heute noch eine Premium-Cola irgendwo erwerbt, dann seid ihr genauso eingeladen, mit uns auf Augenhöhe alles zu entscheiden, wie die Leute, die euch die Flasche verkauft haben. Was wir auch noch anders machen, ist, dass wir zum einen keine Gewinne erzielen, dass wir uns gesagt haben, Werbung schadet der Gesellschaft, wir wollen keine Werbung machen. Dafür haben wir in 14 Jahren nicht einen einzigen Cent ausgegeben. Wir setzen Kooperation anstelle von Konkurrenz, weil wir denken, dass man mit Kooperation sehr viel weiterkommt in der Wirtschaft. Wir haben gemerkt, dass Wachstum in der Wirtschaft endlich sein sollte und dass man das auch deutlich begrenzen sollte. Unbegrenztes Wachstum schadet den Menschen, der Wirtschaft, sodass wir unser Wachstum freiwillig begrenzt haben. Und wenn man so das sich alles anhört, dann ist die erste Reaktion, Vorlesung bei Wirtschaftsunis, naja, das kann ja nicht funktionieren. Ich sage dann immer, ja gut, das kann stimmen, dass das alles nicht funktioniert, aber jetzt funktioniert es schon seit 14 Jahren nicht. Mal gucken, wie lange das noch nicht funktioniert. Und wie das Ganze geht, das möchte ich so ein bisschen erzählen und so weiter und so fort. Das Ganze angefangen hat 99, 2000, als ein Hamburger Getränkehersteller seine Rezeptur über Nacht geändert hat und den Koffeingehalt in seiner Cola verändert hat und das den Kunden nicht mitgeteilt hat. Ich weiß nicht, wie viele von euch koffeinabhängig sind. Ich habe heute schon die dritte Tasse Kaffee getrunken. Da hinten geht eine Hand hoch. Also das geht durchaus an die Substanz, wenn dann plötzlich das Koffein verändert wird. Und naja, was dann passierte, ist, dass ein paar Kunden in Hamburg und auch anderswo festgestellt haben, okay, da ist was anders in dem Getränk. Dann lass uns doch mal irgendwie eine Initiative schaffen, dass wir irgendwie mal den Kontakt mit dem Hersteller suchen als Kunden und sagen so, hey, was soll das eigentlich? Ne? Also das ist heute vielleicht ein bisschen üblicher als damals. Damals war es nicht so üblich, dass man auch den Kontakt zu den Herstellern sucht. Was damals passiert ist, ist, dass sich eine Initiative gegründet hat und gesagt hat, okay, wir fahren nach Köln zu dem Hersteller und wollen mal mit ihm quatschen. Der Hersteller war, naja, je nachdem, wie man das sehen möchte, kooperativ. Also kooperativ heißt in dem Sinne, er hat einen Krisenmanager eingestellt, den ersten sicheren Arbeitsplatz quasi gleich geschaffen, der dann mit uns auf Augenhöhe diskutieren sollte. Augenhöhe hieß, okay, ihr dürft uns zwar alles erzählen, was euch stört, aber dass wir das ändern, das heißt es halt noch lange nicht. Dass mit dem nicht so wirklich gut Kirschen essen ist, stellte sich dann in der Folgezeit raus, dass der Hersteller nicht nur nicht auf die Kunden hörte, sondern dann halt auch wirklich nicht im Interesse der Kunden gehandelt hat. Und zwar hat er seine Abfüllung von Glasflaschen auf PET-Flaschen umgestellt und dann noch ein bisschen später sein ursprüngliches Getränk auch eingestellt.
Diese ursprüngliche Initiative hieß Initiative Premium Cola, weil der Hersteller halt ein Premium-Produkt auch am Markt hatte. Nur falls jemand sich wundert, wo dieser Name herkommt. Und so nach 2 Jahren gab es den ehemaligen Grundstoffhersteller Döhler, der hatte mit der Initiative, der hatte davon Wind bekommen und der hatte dann gesagt, so Mensch, der ursprüngliche Hersteller, der nutzt diesen Grundstoff derzeit nicht. Falls ihr wollt, könnt ihr den benutzen und ich stelle euch den zur Verfügung. Ihr müsst ihn natürlich bezahlen, also geht ja nicht alles ohne Geld. Und ja, was dann passierte, ist halt so der Anfang von uns. November 2001 wurden dann die ersten 1000 Flaschen hergestellt. Und dann waren die halt irgendwie verkauft und dann war der Bedarf nach 2000 Flaschen da und dann waren die verkauft und dann waren es 5000 Flaschen und so fing das langsam an. Ja, wenn man an so einer Situation ist, dann ist halt die Frage, und nun? Weil wir machen da ein wirtschaftliches Geschäft, also da werden Rohstoffe eingekauft, da werden Dinge schon entschieden. Und so das, was halt normalerweise da passieren müsste, wäre halt eine Firma gründen. Aber eine Firma würde doch auch heißen, irgendwie einen Chef zu haben. Und in der Regel, dass einer oder sehr wenige Leute alles entscheiden. Und man müsste dann halt auch irgendwie noch Werbung machen, oder? Also, naja, was halt der Fakt war, war, dass eigentlich jeder von uns Laie war, also Amateure, und wir eigentlich keine Ahnung hatten. Und das macht man, wenn man Amateur ist und keine Ahnung hat. Lesen, lernen, autodidaktisch ist schon ganz gut, ja, aber du findest vielleicht noch, also 2001 findest du noch nicht so wirklich auf alles eine Antwort im Internet. Ein Buch kaufen. How to start up my Cola Business, ne, das gab's auch noch nicht damals. Weitere Ideen, was kann man noch machen? Okay, ihr habt ein technisches Problem, was ihr nicht gelöst bekommt, weil Stack Overflow euch die Antwort nicht raussucht. Was macht ihr? Experimentieren, das ist das, was wir seit 14 Jahren mehr oder weniger machen. Na, ganz einfach fragen. Also das Wissen, was man selber nicht hat, einladen, an den Tisch einladen und die Leute erzählen lassen. Und das war das, was wir dann damals quasi gemacht haben. Müsst ihr euch so vorstellen, in Hamburg gibt es den Pudelclub, leider vor ein paar Monaten abgebrannt, Ruhe in Frieden. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben das Wissen, was wir nicht hatten, in einer wöchentlichen Sitzung halt an einen Tisch eingeladen und die Leute, die diese Initiative betreut haben oder damals waren, haben halt gesagt so, okay, wir wissen halt nicht, wie so ein Abfüller funktioniert, wir haben keine Ahnung von Logistik, wir wissen nicht, wo man die ersten Flaschen herbekommt und so weiter und so fort, aber es gibt Leute, die das wissen, es gibt Trucker, es gibt Leute, die sind Gewerbetreibende, die kann man doch einladen und einladen, mit uns das gemeinsam zu organisieren. Und so war das dann auch. Also die ersten Gastronomen saßen mit am Tisch, die ersten Händler saßen mit am Tisch, Fahrer wurde dann eingeladen, dann kannte noch jemand einen Abfüller in Nördlingen. Und was von dieser Anfangssituation erhalten geblieben ist, ist, dass wir damals beschlossen haben, dass nicht eine Person alles entscheiden soll, so dass, wie man das halt irgendwie so klassisch kennt, sondern dass wir so lange miteinander diskutieren und reden wollen, bis halt alle mit der Lösung des Problems, das wir haben, also wie machen wir die Logistik oder wie machen wir den ersten Abfüllung, dass wir so lange diskutieren, bis alle mit der Lösung einverstanden sind, und dass wir das halt gemeinsam entscheiden wollen. Das ist jetzt 14 Jahre her und letzten Endes tun wir das noch genauso, nur dass wir heute keinen Tisch mehr haben, sondern dass alles virtuell geworden ist. Wenn man sich so das erstmal überlegen möchte, was man so vergleichen kann, kann man das am ehesten mit so einer Einrichtung von einer WG verstehen. Generische WG, das ist die WG, wo du schon seit längerer Zeit mal einziehen wolltest oder vielleicht auch nicht. Also manche Leute müssen auch aus ökonomischer Situation in eine WG ziehen, andere eben nicht. Aber in so einer Wohngemeinschaft ist meistens nicht alles perfekt. Da gibt es zum Beispiel ein rein technisches Problem, dass es irgendwie ein Zimmer gibt, was irgendwie kalt ist. Oder ein anderes, gerade in unseren Zeiten, was halt keinen WLAN hat, wo du auch kein Kabel reinlegen kannst. Dafür gibt's halt irgendwie Zimmer auch, die Vorzüge haben, die zum Beispiel ein eigenes Balkon haben, oder halt ein Durchgangszimmer. Und man muss sich halt irgendwie arrangieren. Klar ist, was vergleicht so eine Wohnung mit dem Wirtschaftswesen? Naja, es gibt das Baurecht. Du kannst nicht die Wohnung einfach so verändern. Du kannst nicht weitere Zimmer anbauen. Du kannst sie vielleicht teilen, aber nur im Rahmen dessen, was halt möglich ist. Dann spielen die Gesetze der Physik mit rein. Also du kannst nicht irgendwie im dritten Stock plötzlich aus den Fenstern rein und rausgehen. Das funktioniert halt auch nicht. Also das geht schon, aber es ist halt sehr viel Aufwand.
Und was man halt dann finden muss, ist halt ein Weg, sich zu arrangieren. Die eigenen Interessen, die eigenen Bedürfnisse miteinander austauschen. Und wir nutzen für das, um diese verschiedenen Interessen und Bedürfnisse auszutauschen, nutzen wir das Handzeug oder Handwerk der Konsensdemokratie. Klingt vielleicht doof, funktioniert bei uns aber. Wie funktioniert das? Naja, die folgende Folie ist erstmal, die nächsten beiden Folien sind auf Englisch. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. International ist ja die Bewegung meistens genug. Das erste ist natürlich erstmal, wir müssen uns auf ein Ziel einigen. Wir brauchen erstmal ein Problem, eine Problemfrage, auf die wir uns einigen können. Weil wenn wir nichts haben, worüber wir entscheiden wollen, was wir gemeinsam verabschieden können, dann brauchen wir den ganzen Prozess ja auch nicht. Was kann im Getränkebereich so eine typische Entscheidung sein? Vorschläge. Ja. Konzept. Ja. Genauer. Ja, was möchte man überhaupt herstellen? Was ein Getränk, wie soll es schmecken, wie soll es aussehen? Ja. Was kann zum Prozess vielleicht wichtig sein? Wo das hergestellt wird, bei wem, inwiefern automatisiert. Okay, ja. Weitere Ideen? Stellt euch vor, ihr wollt heute eine Cola oder ein Bier oder was anderes gründen. Was sind da so für Fragen, die ihr vielleicht entscheiden müsstet? Ja. Vielleicht mit Berufsfreiheit auch. Irgendwelche Getränkemeister muss man einstellen oder kann man einfach so machen. Es kommt drauf an. Ja, aber es ist auch eine Entscheidung. Würde ich auch ansehen und entscheiden, wie man dann gesetzlich organisiert. Ja. Weitere Ideen? Zielgruppe. Ja. Name. Wie unterscheide ich mich von den anderen? Was ist irgendwie besser, toller? Okay. Nur mal so ein paar typische Fragen aus dem letzten Jahr. Wir haben letztes Jahr zum Beispiel darüber entschieden, wie wir unsere Löhne erhöhen wollen. Wir haben im kollektiven Einheitslohn von derzeit 15 Euro. Und wir haben letztes Jahr darüber diskutiert, wie wir insgesamt mit den Löhnen umgehen, ob wir die weiter erhöhen, ob wir die einmalig erhöhen, ob wir, wie wir mit einem Kinderfreibetrag zum Beispiel umgehen, ob wir für Leute, die körperlich beeinträchtigt sind, zum Beispiel mehr zahlen. Das sind so praktische Fragen aus dem letzten Jahr. Eine weitere Frage war zum Beispiel über die Vertriebsstruktur. Im Getränkebereich gibt es meistens zwei Vertriebsstrukturen. Das eine ist die sogenannte Händlerstruktur, die über Verteiler arbeitet. Also sprich, du hast einen großen Händler vor Ort, der kriegt die Waren und der liefert die selber weiter an kleinere Händler. Oder halt die sogenannte Rampe. Die Rampe ist, er ist ein sehr großer Händler und andere fahren an seine Rampe und holen sich die Sachen ab. Und wir hatten bisher nur die Verteilerstruktur, wo wir eine Kostenaufwandsentschädigung für die Händler haben, die am Ende das noch weiter transportieren. Und da war die Frage, ob wir mal eine Rampe ausprobieren wollen. Dann müssten wir halt da Entscheidungen treffen, ne? Das sind so ganz praktische Fragen. Wie gehen wir mit Löhnen um? Wie geht unsere Vertriebsstruktur? Wie wird vielleicht auch für die Umwelt ein bisschen mehr getan? Und so praktische Fragen. Gut, wenn wir uns erstmal auf das Problem oder auf die Problemstellung geeinigt haben, dann kommt es darauf an, dass die einzelnen Beteiligten ihre eigenen Interessen an der Entscheidung kundtun. Also ihre eigenen Interessen und Bedürfnisse daran zu kundtun. Was kann zum Beispiel bei der Lohnentwicklung so ein Interesse sein? Freiwillige vor? Inflation. Inflationsausgleich, ja. Was kann bei so einer Rampe-Verteiler-Problem ein Interesse sein? Naja, zum Beispiel, ich bin ein kleiner Händler und für mich wäre das ein Mehraufwand, wenn wir plötzlich irgendwie eine Rampe ausprobieren. Ne? Und mein Interesse kann ja zum Beispiel sein, dass, okay, dann habe ich ja irgendwie den Mehraufwand, die Kosten auch noch zu übernehmen, die Fahrtkosten, Lieferkosten zu der Rampe hin, dann müsste ja da irgendwas passieren. Das kann ja so ein Interesse sein. Oder vom Organisationsteam kann ein Interesse sein, so, ach, mir ist das vollkommen Wurst, weil in meiner Abrechnung ist das vollkommen gleich, also können wir das einfach so ausprobieren. Also verschiedene Interessen, die dort aufeinandertreffen. Wenn diese Runde bei uns passiert ist, dann kommt es meistens zur Diskussionsrunde. Die dauert mal sehr kurz, manchmal dauert die sehr lange. Über die letzten 14 Jahre haben wir schon sehr viele grundlegende Entscheidungen getroffen, deswegen sind Diskussionen meistens sehr kurz. Außer es geht um grundlegende Veränderungen, dann können die auch schon mal ein paar Wochen dauern.
Zum Beispiel die Gehaltsdiskussion letztes Jahr, die hat alles in allen 2,5 Monate gedauert. Dann hatten wir einen neuen Standard uns eingerichtet. Die Diskussion darüber, ob wir Rampe-Verteiler machen, die haben wir noch nicht letztendlich derzeit geklärt. Wir haben eine Übergangslösung, dass wir es erstmal ausprobieren wollen, aber wir haben uns noch nicht grundlegend entschieden. Okay, nach einer ganzen Weile diskutieren, die einen bringen dort ihr Wissen ein, die anderen bringen ihre Perspektive mit ein, kommt es meistens zu dem sogenannten Beschlussvorschlag. Der Schlussvorschlag heißt, jeder im Kollektiv hat einen Vorschlag, wie er die beste Lösung für das Problem bietet und stellt die erstmal zur Diskussion. Wenn dieser Beschlussvorschlag im Raum steht, dann kommt es zu den sogenannten 5 Seiten der Zustimmung, die es bei uns im Kollektiv gibt. Das, wo wir hinwollen, ist die volle Zustimmung. Also, dass dieser Konsens mit dem Beschlussvorschlag erreicht ist. Das passiert natürlich nicht immer. Es gibt verschiedene Perspektiven, die eine Änderung notwendig machen. Zum Beispiel ein kleineres Bedenken. Ich bin ein ganz kleiner Händler. Wenn ihr jetzt anfangt, euer Rampensystem auszuprobieren, dann fände ich das unfair, wenn die Rampe diese Aufwandsentschädigung, die der Verteiler bekommt, weil der kriegt dann mehr Geld für etwas, was er nicht mehr als Dienstleistung erbringt. Ich wiederum habe dann aber das Interesse, dass ich vielleicht diese Aufwandsentschädigung bekomme, weil ich muss mich ja selber darum kümmern. Ne? Das kann so ein kleineres Bedenken sein. Größeres Bedenken ist, wenn ein Thema meistens 2 verschiedene Themenbereiche betrifft. Wir haben eine Fahrtkostenregelung, wir haben eine Krankheitsregelung. Also wenn ich zum Beispiel heute krank geworden wäre, dann würde ich meinen Lohn trotz allem bezahlt bekommen. Aber ich habe auch Fahrtkosten hier oder Fahrzeit hierher gehabt, die wir auch zur Hälfte entlohnen. Wir haben dann also über die Diskussion, das hatten wir letztes Jahr, wie wollen wir mit Krankheitsfällen umgehen, hätten wir 3 verschiedene Themen, die berührt werden. Zum einen die normalen Stundenkosten, dann die Fahrzeitübernahme und dann die Krankheitsregelung. Da kann ein großes Bedenken sein, so hey, wir diskutieren hier irgendwie ein Thema, was eigentlich 3 verschiedene Themen mit berühren, dann müssen wir die Themen vielleicht zusammenführen, dass wir da eine einheitliche Regelung führen. Ne? Oder es kann auch sein, dass ein Thema überhaupt nicht nur ein Thema ist, sondern halt irgendwie in verschiedenen Teilbereichen entschieden werden muss. Rampe-Verteiler-Diskussion. Wir können entscheiden, dass wir eine Rampe haben wollen, aber dann müssen wir noch eine eigene Entscheidung treffen darüber, wie wir mit der Kostenentschädigung bei der Rampe umgehen. Ein Teilbereich kann dann sein, wollen wir, dass die einfach nur wegfällt? Wollen wir, dass diese Kostenaufwandsentschädigung, die der Verteiler bekommt, dass die andere bekommt und so weiter und so fort. Ne? Was relativ häufig passiert, ist, dass eine Entscheidung von allen Leuten zwar irgendwie angenommen wird, aber nicht von allen mitgetragen wird. Was kann der Grund dafür sein? Das ist die einfachste. Meine Interessen werden davon in keiner Weise berührt. Ja. Das ist die einfachste Variante davon. Was kann noch sein? Naja, wir hatten zum Beispiel den Fall vor 2 Jahren. Alle Entscheidungen, die wir treffen, die werden in sogenannte Module bei uns übersetzt. Also kleine Module-Entscheidungen, die insgesamt ein Betriebssystem ergeben, was wir frei weitergeben. Und es kann ja sein, dass wir durchaus dieses Betriebssystem in Teilbereichen weiterentwickeln wollen, die gar nichts mit der Getränkebranche zu tun haben. Und dann gab es im Kollektiv Leute, die haben gesagt, wir würden ganz gerne eine eigenständige Struktur dafür schaffen, einen eigenen Verein, der diese Weiterentwicklung des Betriebssystems aller Entscheidungen halt übernimmt und das dann halt selbstständig organisiert. Ich bin eine Person, ich hasse Vereine. Vereine sind die Pest. Ja? Ist aber meine private Meinung. Und wenn da aber 10 Leute im Kollektiv sind, die sagen so, wir würden das gerne über eine Vereinsstruktur machen und wir sind total euphorisch darüber, das endlich zu machen, wer bin ich denn, die Leute auszubremsen, dadurch, dass ich da ein Veto einlege? Ja? Also zu sagen, okay, ich glaube nicht daran, dass das so funktioniert, wie es funktioniert, aber ich nehme mich selber gerne zurück und lasse die Leute mal ausprobieren. Also das kann so ein Teil sein, wenn ich zwar nicht unbedingt an die Lösung, die vorgeschlagen wird, glaube, aber wenn ich denke, dass man das wenigstens mal versuchen sollte, weil abändern kann man das ja immer noch. Jetzt, 2 Jahre später, stellt sich raus, okay, dieser Verein existiert bis heute so nicht. Also müsste man diesen Entschluss vielleicht mal wieder aufrufen und darüber diskutieren, wie wir damit jetzt weitergehen. Ob wir das wirklich innerhalb des Kollektivs weitermachen, also gibt es noch einen Bedarf für das eigentliche Problem, oder. Und das 4., was bei uns
halt dann, oder das Fünfte, was halt vorkommen kann, ist das sogenannte Veto. Das kann jeder einlegen, also von den Leuten im Orga-Team über unsere Händler, aber auch jeder Kunde kann das einlegen. Jeder, der im Kollektiv ist, hat das Recht, dieses Veto einzulegen. Und was das Besondere bei uns ist, dass das eigentlich nicht begründet werden muss. Also du kannst auch erstmal einen Entscheidungsvorschlag, Beschlussvorschlag blockieren und musst noch nicht mal eine Begründung erstmal geben. Was kann der Grund dafür sein? Vorschläge? Naja, wenn wir sagen würden, wir würden nur mit begründeten Vetos arbeiten, dann müsste jemand prüfen, ob die Begründung eigentlich gerechtfertigt ist. Das würde heißen, dass wir mindestens eine Struktur einfügen müssen, die sagt, okay, das ist ein begründetes Veto, das lassen wir zu, oder das nicht. Damit würden wir die Machtnivellierung, die wir im Kollektiv haben, den Konsens, würden wir eigentlich aufheben. Weil es gibt dann einige wenige, die darüber Wächter wären, ob das jetzt okay ist oder ob das nicht ist. Deswegen sagen wir, du kannst dein Veto auch erstmal unbegründet einlegen. Wir würden uns aber freuen, wenn du früher oder später eine Begründung dafür bringst oder das halt in einen Beschlussvorschlag umwendest. Weil nur dann können wir halt wirklich an dem Punkt weiterarbeiten. Wenn alles okay gegangen ist, kommt es bei uns zum Hamburger Vertrag. Wir haben in etwas mehr als 14 Jahren haben wir bisher nicht einen einzigen schriftlichen Vertrag unterzeichnet. Das funktioniert. Nach Kaufmannsrecht kannst du auch mit Handschlag Verträge abschließen. Aber was kann der Grund sein, dass man keine schriftlichen Verträge macht? Klingt ja erstmal wahnsinnig. Durchaus. Experimentell. Es müsste jeder unterschreiben, wenn ihr Kollektiv als Vertragspartner, der unterschreibt und der Planer für Kollektiv unterschreiben. Der rechtlich verantwortlich wäre. Dazu komme ich gleich noch. Aber was könnte der Grund dafür sein? Warum möchte man keine schriftlichen Verträge haben? Erstmal wird ja gesagt, die bieten mehr Sicherheit. Rechtsdurchsetzung. Was kann der Grund sein? Muss man aufheben. Zum Beispiel? Naja, im direkten Handel ist es häufiger der Fall, dass sich Dinge verändern. Und einen Vertrag aufheben ist manchmal deutlich intensiver oder zeitintensiver, als dass man die direkte Absprache abändert. Was wir nicht wollen, ist, dass wir unsere Vertragspartner zu irgendwas zwingen, was die nicht wollen. Weil das würde von diesem auf Augenhöhe miteinander arbeiten weggehen. Es kann durchaus sein, dass Verträge nicht eingehalten werden können. Die werden aber nicht deswegen mehr eingehalten, weil sie schriftlich dargelegt werden. Ne? Sondern die werden wahrscheinlich eher eingehalten dadurch, dass man nachbessern kann. Dass man zum Beispiel die Vertragsbedingungen abändert. Und der Erfolg gibt uns bisher recht. Wir haben in 14 Jahren nicht einen einzigen Rechtsstreit gehabt. Deswegen ist das ein Modell, was für uns funktioniert. Für andere muss es aber nicht funktionieren. Gerade in Bereichen, wo es sehr kapitalintensiv werden kann, also in der Schwermetallindustrie zum Beispiel, kann ich mir schwerer vorstellen, dass das so einfach funktioniert. Aber es wäre eine Möglichkeit, das auszuprobieren. Dann mal kurz eine Frage, wer ist das Kollektiv eigentlich? Die Zahl, wir sind derzeit 1680 Beteiligte. Das sind so dieser Zirkel. Da sind die Gastronomen mit drin, da sind die Produzenten mit drin, da sind die Organisatoren, das Orga-Team mit drin, da sind die Konsumenten mit drin, die Sprecherinnen, unsere dezentralen Vertriebler. Aktivisten sind die Leute, die kleinere Arbeiten für uns übernehmen, Website aktualisieren. Das sind die Händler, Zwischenhändler, also die größeren Händler. Genau. Wir verkaufen derzeit in 680 Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wir sind derzeit 6-7 Leute im Organisationsteam und es gibt einen Hauptverantwortlichen. Und 200 Städte Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Frage bei Kollektiven ist immer so ein bisschen, wem gehört das Ganze eigentlich? Ich weiß nicht, wie das mit Rechtsformen in Österreich ist, aber ich kenne mich mit den Deutschen so ein bisschen aus. Und rein rechtlich, oder müsste erstmal die Frage geklärt werden, was gehört da eigentlich? Also was ist da physisch eigentlich Premium-Cola? Und rein physisch ist es nur ein Laptop und ein Mobiltelefon plus neuerdings ein gemieteter Platz in einem Coworking-Space in Dresden für zwei Kollektivisten. Das heißt, wir haben rein physisch keine eigenen Produktionsanlagen. Wir haben keine Abfüllanlagen. Wir haben keine Lagerplätze. Wir haben kein eigenes Büro. Wir haben keinen Callcenter oder dergleichen, sondern das wird alles dezentral, nicht physisch gemacht. Physisch funktioniert das so, dass wir maximal outsourcen und maximal insourcen. Also die Produktion übernimmt ein Vertragshändler für uns
per Handschlag. Wir kaufen unsere Produkte von dort ein und verkaufen sie weiter an die Zwischenhändler. Der Transport wird gemacht über Transportunternehmen, Logistiker, die wir auch per Handschlag einstellen, die für uns die Transportlogistik übernehmen, sodass wir rein physisch nur ein Laptop und ein Mobiltelefon sind. Rechtlich gesehen ist es nur Premium Cola und Premium Bier. Und dieses Markenrecht, das sitzt bei dem Initiativegründer damals, Uwe Lübbermann. Und die Rezeptur ist so ein bisschen das Problem. Wir würden die zwar ganz gerne Open Source stellen, haben aber das Problem, dass der Grundstoff, der die Rezeptur hauptsächlich ausmacht, den Cola-Stoff, dass die Rezeptur bei uns nur angemietet ist bzw. eingekauft ist, weil der Grundstoffhersteller uns zu klein findet, um die Rezeptur uns offen zu legen. Deswegen können wir zwar sagen, was alles sonst mit drin ist, aber der eigentliche Grundstoff, den kennen nicht mehr wir. Ne? Das ist so die einzige Einschränkung. Was wir aber gleichzeitig machen, wir haben zwar einen Hauptverantwortlichen, Uwe Lübbermann, der selbst freiwillig auf die Chefposition verzichtet und dem Kollektiv, dessen Teil er selber ist, alle Entscheidungen überlässt. Das kann funktionieren deshalb, weil er von seinem Inhaberrecht, also wir sind organisiert als Einzelhandelskaufmann, keinen Gebrauch macht. Durch die 14 Jahre auf Augenhöhe arbeiten, hat er sich davon abhängig gemacht. Also sprich, wenn er morgen entscheiden würde, ich mache das jetzt von selbst, dann würde das Kollektiv wegbrechen und er könnte gar nichts mehr machen. Also es wäre wahrscheinlich immer noch die Möglichkeit, den Abfüller zu benutzen. Es wäre vielleicht auch noch möglich, die Logistik zu nutzen. Aber schon weil er die Händler vor den Kopf stößt, hätte er keine Verkaufsposition mehr. Also so dieses Checks and Balances ist da eigentlich ganz gut gemacht. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass alle Entscheidungen, die wir treffen im Kollektiv, dass die in sogenannte Module übersetzt werden. Wir haben die Module insgesamt zu einem Betriebssystem zusammengefasst. Das ist, davon sind wir überzeugt, Open Source. Was kann die Begründung sein dafür, dass wir das alles unter Creative Commons Lizenz gesetzt haben? Vertrauen, ja. Ist aber eher eine Eigentumsfrage. Ideen? Naja, wenn ich jetzt mit euch alle Entscheidungen treffe in diesem Raum, dann habe ja nicht ich diese Entscheidungen entworfen, sondern wir als Gemeinschaft. Also könnte ich an diesen Entscheidungen eigentlich keine Urheberrechte festsetzen. Wenn wir diese Entscheidung mit 1680 Beteiligten treffen, möglich. Wer hat denn dann eigentlich die Urheberschaft? Haben das die Händler? Haben das die Kunden? Haben das wir als Organisationsteam? Ich glaube nicht. Diese Entscheidung haben wir gemeinsam entwickelt. Und da es keinen eigentlichen Urheber gibt, müssen wir die eigentlich schon Open Source stellen, damit andere Leute die genauso nutzen können wie wir. Wir haben dieses Betriebssystem um die drei Nachhaltigkeitskreise organisiert, sind komplett einsehbar auf unserer Website. Wir haben es erweitert um die Module Transfer und Protection. Transfer meint zum Beispiel die Vorträge, die ich heute mache oder Workshop später noch. Und Protection sind so Dinge wie Markenrecht und andere Dinge. Es gibt noch eine andere Perspektive auf Kollektiv, nämlich das der Kooperation und Gründungshilfe. Wir glauben, dass Kooperation deutlich mehr bringt als in Konkurrenz treten zu anderen. Weshalb wir mit derzeit 18 verschiedenen Getränkemarken Kooperation haben. Das läuft von Infrastruktur gemeinsam nutzen, also zum Beispiel gemeinsame Transportwege wählen. Wenn wir von Nördlingen, unserem Abfüller, mit einem anderen Getränk zusammen nach Dresden fahren können, unser Wagen noch leer wäre und der vielleicht auch nur eine halbe Tour hat, können wir die Lieferung noch zusammenpacken, damit halt weniger Fahrten gemacht werden müssen. Infrastruktur kann auch sein, dass wir gemeinsam Händlerprobleme vor Ort klären. Wir hatten zum Beispiel in NRW gibt es durchaus immer mal wieder so ein bisschen leichte Probleme mit Händlern, die halt andere kleinere Marken haben, die vielleicht selbst nicht groß genug sind, um da überhaupt noch mit denen großartig zu reden. Dort, wo wir Kontakt hin haben, können wir doch selbst mal versuchen, als Moderator aufzutreten. Ich meine, das sind zwar nicht unsere Probleme, aber wir machen sie zu unserem Problem. Weil wir denken, dass es auf Augenhöhe und gemeinsam deutlich besser funktioniert, als wenn sich Leute zerstreiten und dann halt insgesamt das ganze System zerschossen wird.
Kooperation heißt auch, dass wir Infrastruktur personeller Art und Weise teilen. Wir haben zum Beispiel unsere Buchhalterin, die verschiedene andere Kollektive mitbetreut. Frolunda, Kollemate, Mojocola und so weiter und so fort, die die Buchhaltung für die mit übernimmt. Es gibt Leute oder es gibt Firmen, die haben uns den ganzen Logistikaufwand überlassen, weil sie gesagt haben, sie vertrauen uns so weit, sie selbst kriegen das zeitlich nicht hin, aber sie würden das ganz gerne uns überlassen. Kooperation heißt aber auch, dass wir Gründungshilfe geben. Wir haben derzeit 8 verschiedenen Firmen geholfen, sich zu gründen, zum Teil auch Cola-Marken, zum Teil Biermarken, weil wir uns denken, so, naja, wenn wir dort das, was wir an Erfahrung schon haben und auch auf kooperative Art und Weise weitergeben können, dann wird sich dieses System eher durchsetzen der Kooperation als der Konkurrenz. Wenn man von vornherein merkt, okay, mit Kooperation kommt man weiter, dann wird das sich wahrscheinlich auch in den Prozessen widerspiegeln, die halt langfristig existieren. Das Getränkegewerbe ist ein ziemlich ekliges Gewerbe. Also dort wird sehr viel über Konkurrenz gemacht und garantiert auch kaputt konkurriert, weshalb die Unterstützung für uns relativ gut läuft. Von den 8 Gründungen, die wir mitbegleitet haben, existieren noch mindestens 5. In der Regel ist es so, dass in einem Jahr sich in Deutschland in den großen Städten Köln, Hamburg, Berlin so ungefähr 300 neue Getränke gründen. Davon überstehen die ersten 5 Jahre 3. Ne? Nur mal so als Vergleichszahl. So auf der von euch linken Seite sind die, mit denen wir direkte Kooperation haben. Auf der rechten Seite sind die, mit denen wir Gründungsunterstützung gegeben haben, die ersten Händler vielleicht auch vermittelt haben und so weiter und so fort. Es gibt noch eine weitere Stufe, nämlich die direkten Kollektivmitglieder. Das sind in Deutschland derzeit das Premium Bier, was eine 100%ige Eigengründung ist. Und Frolunda und Muntermate, die sitzen in Freiburg. Die haben von den Modulen, dem Betriebssystem, was wir entwickelt haben, übernehmen die 100%, sodass wir sagen können, die sind auch Teil des Premium-Kollektivs. Es gibt dann noch in Dresden Kollemate, die stellen eine eigene Mate und eine eigene Zitronenbrause auf, her, die auch 100% unserer Module übernommen haben. Deswegen können wir die auch Premium-Kollektiv oder sind Teil des Premium-Kollektivs. Genau. Nun gibt es aber auch welche, die, ich gehe nochmal kurz auf die andere Folie, die nicht 100%ig unsere Module übernehmen können. Das ist zum Beispiel die Auguste in Nürnberg, das ist ein Schnellrestaurant. Die haben sich gesagt, wir würden zwar ganz gerne eigentlich 100% eurer Module übernehmen, aber wir sind vor Ort ansässiges Restaurant. Wir können nicht ohne Werbung leben. Ne? Deswegen übernehmen die halt sehr viele von unseren Modulen, aber nicht andere und haben zum Teil auch eigene entwickelt, nämlich wie sie die Werbung vor Ort nachhaltig gestalten wollen und so weiter und so fort. Wir sagen, 97% solltest du ungefähr erfüllen von unseren Modulen, dann kannst du dich auch selbst Premium, Teil des Premium-Kollektivs nennen. Das ist so die Schranke, die wir eingeführt haben. Genau. Was fällt bei der Verteilung auf? Abgesehen von Grün und Schwarz. Ideen? Was? Export in die Schweiz ist dabei, aus der EU raus. Ja. Weitere Ideen? Das ist halt nicht direkt in großen Städten. Nee, nicht immer. Auch das, ja. Weitere Ideen? Ja. Also an der Verteilung kann man 2 Dinge sehen. Zum einen, dass wir, oder das Offensichtlichere erstmal ist, dass wir nur im deutschsprachigen Raum verkaufen. Das hat eine Begründung, nämlich, dass wir alle, die uns verkaufen, alle, die uns konsumieren, dass wir mit denen die Möglichkeit aufrechterhalten wollen, gemeinsam entscheiden zu können. Wenn wir anfangen würden, morgen in Polen zu verkaufen oder in Spanien zu verkaufen, dann würden wir eine künstliche Entscheidungsbarriere mit einbauen, nämlich die Sprachbarriere, und könnten nicht mehr bewerkstelligen, dass die Wahrscheinlichkeit, mit uns gemeinsam im Konsens zu entscheiden, gegeben ist. Die zweite hat einen Umweltfaktor. Wir haben vor ein paar Jahren, wo ist ein Team von Studenten auf uns zugekommen
und hat gesagt, wir würden ganz gerne mal euren CO2-Footprint untersuchen. Wir haben denen dann alle Daten weitergegeben und die haben eine bestimmte Menge an CO2-Ausstoß pro Flasche uns mitgeteilt. Und wir haben gesagt, okay, das ist ein Wert, den können wir einpreisen in unser Produkt. Und mit dieser Einpreisung, Ökobilanzmodul heißt das bei uns, haben wir einen maximalen Lieferradius eingerichtet um unseren Abfüller. Bis zu dem halt dieser Schwellenwert CO2 gedeckt ist, also schon eingepreist ist. Und darüber hinaus wollen wir nicht liefern. Das ist ziemlich genau 600 Kilometer um den Abfüller in Nördlingen für die Cola. Und ja, 600, glaube ich, 650 um den anderen für das Bier. Das heißt ungefähr Südschweiz plus halt irgendwie Norddeutschland. Das ist so der Bereich, in dem wir transportieren können. Es gibt so einen Ausrutscher hier unten bei Bratislava, der ist inzwischen geklärt, weil es gibt durchaus immer mal wieder Schwarzimporte in andere Bereiche. Dem versuchen wir nachzugehen, weil wir wollen, wie gesagt, diese Sprachbarriere nicht dabei haben und wir wollen halt auch aus diesem Lieferradius nicht raus. Es gibt andere Kollektivmitglieder, die haben das anders gelehrt oder anders gelöst. Zum Beispiel Kollemate, die produzieren bei Dresden, wenn ich mich recht erinnere. Die haben gesagt, sie wollen nur im mitteldeutschen Rundfunkraum, Radiosenderfrequenzbereich liefern, weil das ist der Bereich, den sie halt ohne weiteres abdecken können mit ihren Produkten und darüber hinaus wollen sie nicht, deswegen wirst du zum Beispiel in Köln keine Kollemate-Produkte bekommen, so doll du dich auch anstrengst. Es gibt hier noch eine Übersicht der verkauften Kästen pro Jahr. Wir haben letztes Jahr 1,4 Millionen Flaschen bewegt in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und ich weiß nicht, wie gut man das gerade sieht, aber es gibt einen Sprung von dem grünen Balken hier vorne auf den lilanen Balken. Was kann das Problem dabei sein? Das sind die verkauften Kästen pro Jahr. Also, ja, unterschiedliche Jahre. Was kann ja das Problem mit dem grünen und dem lilanen Balken sein? 2010 auf 2011. Erstmal würde man doch sagen, so von BWL-Sicht, Wachstum, Mensch, ist doch toll. Da gibt es eine große Nachfrage, die muss gedeckt werden. Viel mehr Wachstum ist doch toll. Lernt man an jeder Uni. Was kann aber im Tagesgeschäft mit sowas für ein Problem sein? Nee, noch nicht direkt. Ist hier jemand aus dem Getränkebereich dabei? Nein? Schade, manchmal habe ich wenigstens ein, zwei Personen dabei. Das Problem ist, dass wir zu schnell gewachsen sind. Wir sind, innerhalb eines Quartals sind wir fast 25% gewachsen. Und man würde jetzt zwar erstmal sagen, ja toll, aber was bei uns damals passiert ist, dass wir illiquide wurden. Also wir waren nicht mehr liquide. Wie kann sowas kommen? Ja, das ist jetzt eher. wie kann sowas kommen? Ja, für die Produktion braucht man Geldmittel, die man praktisch vorschießt, wenn man es verkauft. Ja, und wie kann es sein, dass die nicht da sind? Ja, wenn ich mehr Produzenten über meine Geldmittel hinaus, ja, und ich jetzt sagen muss, dass die getrunken wurden, sind mit reingekommen. Ja. Ist aber, wenn du verschiedene Produktionsabläufe hast, ein bisschen gemildert? Was kann dann das Problem sein? Naja, die Wirtschaft funktioniert ja nicht nur einfach so, dass man Dinge verkauft und dann Geld dafür bekommt, sondern manchmal, und in der Getränkebranche ist es sehr häufig, dass es zwischen dem Zeitpunkt des Verkaufs und dass das Geld reinkommt, dieses auf Ziel, eine sehr lange Spanne ist. In der Getränkebranche ist es irgendwas zwischen 3 Monaten bis zum Teil 2 Jahre. Also gerade die Discounter machen ganz gerne so Geschäfte, die erst in 2 Jahre bezahlen müssen. Sie spekulieren auch relativ häufig darauf, dass die entsprechenden Lieferanten dann pleite gehen. Das ist normales Wirtschaftsverhältnis. Das ist sehr ein Machtverhältnis, ne? Und die Discounter können das. Und solange sie nicht gestoppt werden dabei, machen sie das auch. Wir hatten damals das Problem, dass wir halt in sehr kurzer Zeit sehr schnell gewachsen sind und
damals noch diesen noch kein Bewusstsein dafür hatten, was diese langen Zahlungsziele eigentlich heißen. Und uns ist das da damals auf die Füße gefallen. Nämlich, dass wir offene Forderungen hatten, also dieses Aufziehen noch nicht bezahlt worden ist, aber wir jetzt schon quasi eine noch größere Produktion als beim letzten Mal machen mussten. Man könnte jetzt natürlich zur Bank gehen, wir haben aber selbst beschlossen, dass wir keine Kredite aufnehmen wollen, keine Zinsen zahlen wollen an Banken. Also hatten wir da ein ganz faktisches Problem. Uns ist das damals gelöst worden dadurch, dass zwei unserer größten Abnehmer, Zwischenhändler, gesagt haben, Mensch, anstatt in 3 Monaten bezahlen wir gleich. Das hat uns damals gerettet und hat uns ein paar Sachen gezeigt. Nämlich zum einen, dass dadurch, dass wir auf Augenhöhe mit allen gemeinsam entscheiden, dass da auch was zurückkommt aus dem Kollektiv. Dadurch, dass die Zwischenhändler mitentscheiden können, wollen sie das auch, wollen sie, dass dieser Prozess erhalten bleibt. Sie wollen ja vielleicht auch weiter mit uns handeln. Und eine andere Sache ist, also sprich, dass da von diesem gemeinsamen Dinge entscheiden, gemeinsam Kollektiv sein und Teil des Kollektivs sein, durchaus auch eine Verantwortung von den einzelnen Händlern mit übernommen wird, wenn mal was schief geht. Sie hätten uns da durchaus pleite lassen oder gehen lassen können, was sie halt nicht wollten. Eine andere Sache war, dass wir gelernt haben, okay, Wachstum per se ist nicht immer gut. Seitdem hat sich eine ganze Menge getan. Inzwischen gibt es ja auch durchaus so diese ganzen Postwachstumsdiskussionen in Deutschland, zumindest in Wirtschaftsbereichen, zum Teil sehr sehr abgehoben von irgendwie Wachstum ist insgesamt schlecht. Dann gibt es halt auch so branchenspezifischer mehr Bewusstsein dafür. Und was wir damals gesagt haben, okay, wir wollen nicht nochmal in so eine Situation kommen, dass wir zu schnell wachsen und zu schnell Nachfrage machen müssen. So dass wir uns freiwillig darauf beschränkt haben, im Jahr maximal 30% zu wachsen. Das ist immer noch relativ viel, ne? Also stabil, würde man jetzt sagen. Allerdings haben wir auch gleichzeitig gesagt, okay, egal wie groß die Nachfrage wird, wollen wir nur 30% wachsen, ne? Und wenn ich so an die Zahlen, also Nachfrage denke, dann könnten wir durchaus auch 100% im Jahr wachsen. Also die Nachfrage würde das wahrscheinlich hergeben. Wir hätten nun halt einen größeren Risikofaktor, wir hätten dann halt einen größeren Organisationsaufwand. Es würde für alle Leute auch mehr Stress heißen. Und vor allem würde es aber auch heißen, dass unser Kollektiv mit den Leuten, mit denen wir alle gemeinsam entscheiden wollen, innerhalb eines Jahres sich verdoppeln würde vielleicht sogar. Oder verdreifachen, wenn wir unser Wachstum nicht beschränken würden. Und das würde wiederum heißen, dass wir wahrscheinlich gemeinsam entscheiden, nicht mehr in Zukunft möglich wäre. Wenn wir innerhalb von einem Jahr von 1680 Beteiligten auf 3000 Beteiligte wachsen, also ne, 100%, dann könnten wir nicht mehr gewerkstelligen, dass alle Leute auch verstanden haben, warum wir das so machen und die Kultur vielleicht sich noch nicht angeeignet haben. Ja, genau, dass wir halt an dem Punkt unser Wachstum beschränkt haben. Eine andere Sache, die wir gemerkt haben an dem Punkt war, dass diese Aufziel, also seinen Forderungen nicht sofort nachkommen, das ein strukturelles Problem ins System bringt. Weshalb wir seitdem entschieden haben, dass wir innerhalb von einer Woche versuchen, unsere Rechnungen zu bezahlen. Immer dann, wenn wir es halt können. In der Regel liegt unsere Bezahlzeit dank der Buchhaltung bei 3 Tagen. Damit sind wir mit die schnellsten in der Getränkebranche. Inzwischen gibt es einen, haben wir festgestellt, der macht das in 24 Stunden. Wie er das macht, keine Ahnung. Das haben wir noch nicht rausgefunden. Ne? Aber das wäre eigentlich das Ziel, sofort zahlen. Das haben wir damals fest aufgenommen. Eine weitere Sache ist mal so die Entwicklung in den einzelnen Regionen bis 2005. Man sieht sehr deutlich, dass es im Einser-, im Zweier-Postleitzahlen-, im Fünfer-Postleitzahlen-Bereich in Deutschland, das in Berlin, Hamburg und Köln, am meisten Absatz ist. Und in der normalen Getränkebranche würde man sich jetzt wahrscheinlich auf diese Bereiche konzentrieren. Würde gucken, dass man mal mit einigen Händlern größere Vertragszahlen macht, also dass man denen zum Beispiel mit Mengenrabatt günstiger Preise macht, dass die mehr abnehmen und so weiter und so fort. Und wir haben gesagt, wir wollen das nicht. Was kann der Grund dafür sein? Ja. Kannst du die Achsen noch eben benennen? Unten ist nach den einzelnen Postleitzahlenbereichen und die Jahre. Ja. Also gleiche Farbe, gleiches Jahr. Unten ist, also ganz links ist Österreich, Schweiz und dann nach den deutschen Postleitzahlengebieten. Und das sind der Absatz in 1000, die wir pro Postleitzahlen gemacht haben.
Was kann der Grund sein, dass man zum Beispiel sagt, wir wollen nicht uns auf eine Region begrenzen? Was kann der Grund sein, warum man keine großen Händlerverträge machen möchte? Ja, sehr wichtiges Argument. Was kann es noch sein? Was ist vielleicht das Problem mit großen Abnehmern, denen man Mengenrabatte gibt? Was? Ja, ganz massiv. Warum? Ja. Was kann noch ein Problem sein? Wir haben uns damals gesagt, naja, Skaleneffekte in der Wirtschaft, die passieren. Wenn man mehr produziert, werden Dinge günstiger. Wenn Leute Produkte von A nach B fahren, dann werden die in der Regel auch günstiger. Und was halt in der normalen Wirtschaft gesagt wird, ist, naja, wenn du einen großen Abnehmer hast, dann musst du den noch bevorzugen, weil der nimmt ja Menge ab und der garantiert ja Stabilität und so weiter und so fort. Wir haben gesagt, wir wollen das nicht. Wir wollen nicht große Händler kleinen bevorzugen, weil wenn die 20.000, 30.000 Flaschen abnehmen, dann können die das zu dem Preis auch bezahlen, die ein kleiner Händler machen kann. Allerdings ein Händler, der vielleicht nur 1.000 Flaschen abnehmen kann, der hat vielleicht Probleme, weil er erst im Aufbau ist, überhaupt seine Struktur zu machen. Zweitens können große Händler in der Regel über Umlagefinanzierung deutlich ihre eigenen Preise mehr gestalten, als das kleine können. Ein kleiner, der irgendwie ein, zwei Regale in seinem Spätkauf hat, in seiner Bude, der muss sehr viel genauer rechnen, was er mit den einzelnen Flaschen macht, während jemand, der halt 30.000 Flaschen abnimmt, da auch eine ganz andere Kalkulation aufmachen kann. Weshalb wir gesagt haben, wir wollen keine Mengenrabatte geben nach oben, sondern wir geben Mengenrabatte nur nach unten. Wir geben kleinen Händlern, die gerade im Aufbau sind, maximal pro Flasche einen Anteil von 3 Cent Rabatt, der freiwillig über 4 Quartale eingefordert werden kann. Und machen allerdings auch alle anderen Spirenzien nicht mit. Also wir gewähren kein Skonto, wir fordern aber auch keine Versäumniszinsen oder dergleichen, weil da würden wir uns an Strukturen bereichern, die nicht uns gehören und die wir auch unfair finden. Ne? Also es gibt keinen, wenn du irgendwie bis dahin und dahin bezahlst, wird dir Rabatt gewährt oder dergleichen, also Skonto. Und es gibt halt auch keinen Versäumniszinsen, wenn jemand uns nicht sofort bezahlen kann. Wir ermahnen dann zwar, aber wir tun da jetzt nicht uns noch bereichern daran, dass der gerade eh nicht liquide ist, vielleicht Dinge nicht bezahlen kann. All das, was wir machen, können wir eigentlich nur machen, ihr seht das leider nicht mal richtig, weil wir uns einen Trick der BWL bedienen, nämlich der Teilkostenstückrechnung. Und wir haben auf die Flasche runtergebrochen, all unsere Kosten transparent gemacht. Wir haben die Preise für unsere Grundstoffe transparent im Kollektiv. Wir haben die Preise für zum Beispiel die Orga-Cent mit drin, den Anteil für Veranstaltungen mit drin und so weiter und so fort, sodass jeder Händler, jeder Endkunde bei uns gucken kann, wo welche Kosten entstehen. Und darüber, dass wir im Kollektiv die Zahlen auch veröffentlichen, auch jederzeit nachprüfbar ist von den Händlern, von den Kunden, ob das, was wir erzählen, Schwachsinn ist oder ob man uns trauen kann. Wir glauben, dass das eine Notwendigkeit ist, weil wir können keine Entscheidungsgrundlage schaffen, wenn wir nicht transparent sind. Wir wollen aber mit allen Leuten gemeinsam entscheiden und das ginge nur, wenn wir halt in dem Punkt halt auch transparent sind, wo Kosten entstehen, was wir machen können, wo vielleicht auch Dinge günstiger werden, weil zum Beispiel der Zucker billiger oder teurer wird, ne? Also solche Anpassungen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, Skaleneffekte passieren, die passieren bei uns natürlich auch, wenn wir mehr Dinge verkaufen, dann wird die Produktion günstiger, wird der Transport meistens günstiger, weil du Transport zusammenlegen kannst und dergleichen und so fort. Aber wir haben auch gleichzeitig gesagt, dass wir keine Gewinne erwirtschaften wollen, da wir in Deutschland als Einzelhandelskaufmann organisiert sind. Steuerrechtlich wäre natürlich zu sagen, okay, der Einzelhandelskaufmann nimmt sich seinen eigenen Lohn raus. Das wäre ja ein Gewinn nach steuerrechtlichen. Was wir anstreben, ist die schwarze Null. Also sprich, wir haben im Kollektiv den Einheitslohn von, auf den komme ich gleich noch. Und was wir halt am Ende des Jahres wollen, ist, dass wir eine Deckelung haben aller Kosten, die entstehen und darüber hinaus halt keine Einnahmen haben. Was dazu geführt hat, dass wir in den letzten 14 Jahren 4-mal unsere Preise gesenkt haben, weil wir gesagt haben, wir nehmen hier Gelder ein, die nicht uns gehören, von den Händlern, von den Kunden.
Und das andere war, dass wir haben leider auch einmal die Preise erhöhen müssen um 1 Cent, weil der Zucker teurer geworden ist, Transparenz soll ja sein. Und alles, was halt an Gewinn erwirtschaftet wird, muss halt entweder eine Verwendung finden, also zum Beispiel, dass wir in der Umweltfrage nachbessern, dass wir die Löhne erhöhen oder. Ne? Strukturrücklagen müssen wir ja auch schaffen. Aber dass das halt transparent bleibt und dass dort, wo wir halt auch Preise verändern können, also nach unten drücken können oder beziehungsweise nicht nach unten drücken, sondern verringern können, dass wir das halt auch machen wollen. Wir wollen ja keinen Gewinn mit euch erwirtschaften über das hinaus, was ihr auch wollt, beziehungsweise zulasst. Was in dieser Bilanz überhaupt nicht mit drin sind Dinge wie Marketing, weil wir machen keine Werbung. Wir unterscheiden an der Stelle zwischen Push- und Pull-Kommunikation. Push-Kommunikation ist all das, was ihr bekommt und eigentlich nicht gefragt habt. Also sprich, ihr habt euch irgendwie eine App runtergeladen und plötzlich sind da irgendwelche Werbeeinblendungen. Inzwischen muss man ja sogar eine eigene Kriegsführung im eigenen Webbrowser führen, damit man halt nicht mehr belästigt wird. Ne? Und wir wollen nicht Teil dieser Belästigung sein, weil wir denken, dass Werbung schädlich ist. Werbung verursacht psychologisch Probleme. Sie bilden zum Beispiel Menschenbilder heraus, unterstützen das, die Entstehung. In der Regel belästigt sie auch einfach nur. Also ich meine, da kann man jetzt drüber streiten, aber ich bin meistens von irgendwelchen Kandidaten auf Wahlaufstellungsversammlungen ziemlich belästigt, wenn die dann in meinem ganzen Alltag rumhängen. Das können andere Leute anders sehen, mich belästigt sowas. Und wir haben halt am Anfang gleich beschlossen, dass wir halt keine Werbung machen wollen, sondern was wir stattdessen machen wollen, ist die Pull-Kommunikation. Alle Informationen, die notwendig sind, um mit uns entscheiden zu können, die Leute interessieren, auch abgefahrene Fragen. Wir haben eine eigene Trivia-Seite auf unserer Webseite. Also alles, was Leute interessiert, das geben wir auch raus. Also entweder auf Nachfrage, wenn es noch nicht online steht, oder halt im Kollektiv auf unserer Webseite, sodass wir halt die Kundeninformationen durchaus betreiben. Wir erzwingen halt die niemanden. Niemand soll von uns hören, der nicht von uns hören möchte. Ne? Dafür danke, dass ihr hier seid. Ne? Also kurze Sache noch zum Einheitslohn. Da hat sich im letzten Jahr besonders viel getan. Wir haben derzeit einen Einheitslohn von 15 Euro die Stunde plus X plus Y. ihr seht, das wird jetzt ein bisschen komplizierter oder ist ein bisschen komplizierter geworden. Bis letztes Jahr hatten wir nur einen Einheitslohn von 15 Euro pro Stunde. Was ist das X und das Y? Wir hatten letztes Jahr das erste Mal den Fall, dass wir einmalig die Löhne nachbessern konnten um 3 Euro, sodass wir letztes Jahr einen Stundenlohn von 18 Euro pro Stunde für jeden, der eine Tätigkeit von uns übernommen hat, also ich jetzt als Vortragssprecher oder jemand, der irgendwie eine Webseite programmiert hat, ne, die kriegen alle bei uns den Einheitslohn, unabhängig davon, was sie halt tun. Und dieses Jahr haben wir letztes Jahr dann beschlossen, dass wir die Löhne nicht insgesamt erhöhen auf 18 Euro, sondern gucken, was dieses Jahr wieder möglich ist und ob wir das dieses Jahr vielleicht gesamt anpassen können. Wir haben in den letzten Jahren immer eigentlich unsere Löhne erhöht, von ursprünglich, glaube ich, 8 Euro auf inzwischen halt 15 Euro plus X. Und die Aussicht ist wahrscheinlich, dass wir auch dieses Jahr wieder irgendwie 1-2 Euro dann am Ende draufschlagen können. Müssen wir mal gucken, wie sich das Jahr entwickelt. Kann ja immer sein, dass irgendwas schief geht. Dafür wollen wir abgesichert sein. Das Y ist jetzt gerade dazugekommen. Wir haben nämlich zunehmend Leute, die für uns halt auch arbeiten und dafür eigene Büroräumlichkeiten brauchen. Wir haben gesagt, das wäre halt für die Leute, die halt freiberuflich tätig sind, vollkommen schwachsinnig, die halt nicht dabei zu unterstützen, dass sie halt sich ihren eigenen Arbeitsbereich noch einrichten müssen. Dass wir gesagt haben, dass die Leute, die Bürotätigkeiten machen, mit 1,50 Euro pro Stunde, pro geleisteter Stunde Arbeit unterstützt werden sollen. Mehr gibt's für Leute, die Pflegearbeit machen oder eine körperliche Beeinträchtigung haben. Das wurde letztes Jahr auch debattiert. Ist derzeit bei 2,50 Euro pro Stunde, die dann draufgeschlagen werden. Wichtig ist, dass unser Lohn auf Zuruf funktioniert, also da vertraut wird. Wenn ich heute irgendwie nach Hause fahre oder morgen nach Hause fahre, dann werde ich der Buchhaltung sagen, ich habe so und so viele Stunden hier gesprochen, so und so viele Stunden brauchte ich hierher zum Herfahren, so und so viele Stunden habe ich in der Vorbereitung gebraucht und mir wird der Betrag dann einfach überwiesen, ohne dann nochmal nachzufragen, okay, war das jetzt wirklich machbar? Hat er die Fahrzeit vielleicht irgendwie 3 Stunden noch dazu gehauen oder zu wenig gehauen? Ne, sondern das passiert auf Zuruf, weil sonst müssten wir dann Kontrollfunktionen einführen. Das würde wieder heißen, dass wir mit unseren eigenen Mitarbeitern gar nicht auf Augenhöhe arbeiten wollen. Und da haben wir halt einen Vertrauenszuschuss. Wir haben bisher noch nicht ein einziges Mal gehabt, dass das
missbraucht worden ist, zumindest wissen wir nicht davon. Ja. Eine Sache, die ja bei gerade kleineren Unternehmen immer das Problem ist, ist ja so steuerrechtlich, ne? Vorsteuer, Nachsteuer, Umsatzsteuer. Wir hatten 2014 eine größere Wirtschaftsprüfung und das hat uns selbst überrascht. Es gab 2% Beanstandung. In der Regel ist im Getränkebereich so zwischen 15% und 20% Beanstandung normal. Nichts beanstanden habe ich deshalb geschrieben, weil die Sachen, die zu beanstanden waren, waren steuerrechtliche Entwicklungen, die halt im Vorjahr gemacht worden sind und die wir noch nicht angepasst hatten. Insgesamt können wir sagen, 14 Jahre Premium, danke. Wir sind in 14 Jahren bis auf einen einzigen Fall Liquiditätsengpass eigentlich ohne wirtschaftliche Krise rausgekommen. Wir haben trotz dessen, dass wir keine schriftlichen Verträge machen, nicht einen einzigen Rechtsstreit gehabt. Wir haben insgesamt eine Fluktuation von gewerblichen Händlern von 2%. Das ist extrem niedrig. Das ist in der Regel deutlich höher. Wir haben letzte Woche mal eine Übersicht gemacht, wie viele Vorträge und Workshops wir inzwischen gemacht haben. Sind inzwischen bei über 430 in den letzten paar Jahren. Und das Ganze halt trotz Kapitalismus, trotz dessen, dass wir uns in diesem Wirtschaftssystem befinden, was halt auf Konkurrenz basiert. Und da ist an uns ab und zu mal Danke zu sagen. Wer mehr über uns wissen möchte, es gibt inzwischen deutlich mehr als 40 wissenschaftliche Arbeiten, die über uns geschrieben worden sind, von Bachelorarbeiten, Hausarbeiten bis hin zu Diplomarbeiten. Die veröffentlichen wir alle auf unserer Webseite, anonymisiert, falls irgendjemand noch für sein Studium Themen sucht. Wir schauen, dass wir irgendwie dabei unterstützen können. Das Interessante ist bei diesen wissenschaftlichen Arbeiten, dass sie zum Teil bei einem Thema oder bei dem gleichen Thema zu unterschiedlichen Aussagen kommen. Die einen sagen, es funktioniert deswegen und die anderen sagen, genau deswegen funktioniert es nicht, aber deswegen funktioniert es und der andere sagt, es ist andersrum. Ne? Also auch die Wissenschaft ist sich ja nicht immer einig. Interessant ist aber halt, dass es eigentlich niemanden gab, der bis jetzt widerlegt hat, dass es funktioniert. Ne? Und das zeigt halt insgesamt, dass es auch anders geht. Und von meiner Seite ist halt noch so ein Abschlusswort. Ich kriege zwar ein Gehalt, aber ich habe noch deutlich mehr als nur ein Gehalt, um bei Premium zu arbeiten. Insgesamt kriege ich eigentlich so gefühlt dreimal mehr als das Gehalt, was ich eigentlich nur kriege. Und zwar eine Kombination von mehreren Sachen. Zum einen, ich kann relativ gut davon leben. Mit 15 Euro pro Stunde ist es zumindest in Berlin ein Bereich, wo ich ganz gut von leben kann. Ich habe Stabilität dadurch, dass ich Fahrtkostenregelung habe, dass ich eine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall habe, eine Sache, die als Freiberufler normalerweise nicht mit drin ist. Ich kann frei entscheiden, wann und wo ich arbeite, also ob ich jetzt irgendwie morgen nach Salzburg umziehe oder auf die Malediven, das macht für mich halt eigentlich keinen Unterschied. Vorträge wird von den Malediven etwas schwieriger, aber ich glaube, da findet sich auch eine Lösung. Kann auch entscheiden, wann ich arbeite und wie ich arbeite. Die Buchhaltung zum Beispiel arbeitet nur nachts, weil Nachteule. Ich habe das Gefühl, dass ich an einer Sache arbeite, von der ich überzeugt bin, die mir was gibt, die mir was zurückgibt. Und insgesamt glaube ich, das ist für mich immer ein ganz wichtiger Punkt. Ich kann von Ideen erzählen, an die ich glaube, von denen ich überzeugt bin und die vielleicht auch andere Leute inspirieren können. Das war es dann von meinem Vortrag, leider etwas mehr als die versprochenen 40 Minuten geworden. Ich stehe für Fragen und Antworten gerne noch zur Verfügung. Ansonsten mache ich heute Abend noch den Konsens-Workshop, falls noch hier Leute dabei sein wollen. Ich glaube, es war 20.30 Uhr. Den Raum weiß ich gerade nicht. Aber das war es dann von mir und dann seid ihr jetzt erstmal dran. Freiwillige vor. Ja. Du hast gesagt, ihr seid Amateure, aber ja. Ich habe ja ein paar Leute dabei, die BWL oder irgendwas studiert haben, die zumindest zu Marketing, weil du hast ja selber gesagt, ja. Du bist der BWL an Modellen orientiert. Also ja. Das würde ich jetzt ja nicht als Amateure zählen, wenn ihr Leute habt, die ihr studiert haben oder sich auskennen in der Branche oder wie auch immer. Der Ansatz ist nach wie vor ein Amateursansatz, nämlich zu sagen, okay, erstmal nicht das gelernte Wissen, sondern erstmal darüber nachdenken, okay, wie wollen wir es machen und dann gucken, ob es funktioniert. Ne? Das ist nach wie vor durchaus dieser Amateursansatz. Dass wir uns Unterstützung holen aus der Wissenschaft oder von Leuten, die es vielleicht auch besser wissen, ist eine Perspektive, die zwar mit reinkommt, aber die nicht die entscheidende Perspektive ist. Also es wird bei uns keinen Punkt geben, okay, wir haben jetzt irgendwie das Thema, was wir lösen und dann ist dieser Experte da und der sagt, das ist nur so lösbar und deswegen wird das so gemacht. Sondern es wird auch von dieser Expertenposition ausgehend, ist das eine Perspektive neben vielen anderen Perspektiven, die in die Lösung mit einfließen.
Von daher würde ich nach wie vor sagen, die meisten von uns sind halt nicht Experten in irgendeinem Bereich. Und diese Expertenmeinung wird sich vielleicht beeinflussen, aber nicht durchsetzen. Also nicht 100%. Weshalb ich nach wie vor davon reden würde, dass wir ein Experiment von verschiedenen Amateuren in allen Bereichen sind. Aber ja, ist meine Perspektive darauf. Kann man auch anders sehen. Weitere Leute? Da hinten? Ja. Ist eine gute Frage. Ich würde das sagen, vom Orga-Team, die sind das, was man irgendwie anderswo als Angestellte sehen würde. Das sind derzeit 7 Leute, 8 Leute. Und dann gibt's noch die Leute, die Aktivitäten machen. Das sind, letztes Jahr waren es, glaube ich, 20 Leute, die einfache Aufgaben übernommen haben. Plus es gibt für die Leute, die den Vertrieb machen, die Sprecher heißen das bei uns, die kriegen eine Umsatzbeteiligung von den abgesetzten Flaschen, die sie machen, von 3 Cent pro Flasche. So dass wir von dem inneren Zirkel, würde ich sagen, sind das so 20, 26 Leute. Mit den Sprechern sind es, glaube ich, insgesamt 40 Leute. Weil ich glaube, mehr aktive Sprecher haben wir gerade nicht. Ja. Du hattest auch eine Frage. Ich wollte fragen, bei den Diskussionen im Kollektiv, du hast 1600 Mitglieder, hat das Kollektiv. Ja. Wenn jetzt so eine Diskussion stattfindet, wie viele von den 1600 bringen sich dann im Durchschnitt wirklich ein? Wenn ich stelle mir ja 1600 Meinungen, das ist eine kurze Diskussion. Das ist meistens keine Diskussion. Nee. Also von dem, die bei uns organisiert sind, sind es 1690 Beteiligte. Davon sind es in der Regel so ungefähr 10%, die sich wirklich aktiv beteiligen. Und dann kommt es immer auf die Frage drauf an. Es gibt manche Sachen, die werden von sehr wenigen Leuten entschieden, weil das halt einfach so eine extrem eigenständige Sache ist, dass halt irgendwie die meisten Leute sagen, es betrifft mich nicht, deswegen mache ich da nicht mit. Aber zum Beispiel bei den Lohndiskussionen letztes Jahr waren es über 30 Leute, die sich daran beteiligt haben, wovon aber nur 5 Leute wirklich davon betroffen gewesen wären. Also hat sich so eingepegelt, dass 10% Beteiligung wirklich da ist. Das Wichtige ist, das hat sich von den 1690 Beteiligten, 1680 Beteiligten halt auch wirklich jederzeit einbringen kann. Also sprich, selbst wenn ich irgendwie 10 Jahre lang inaktiv war, nur irgendwie die Flaschen verkauft habe und ich dann morgen mitkriege, okay, das Thema betrifft mich, dann kann ich sofort mitentscheiden. Oder wenn du halt irgendwie heute eine Flasche trinkst und sagst, ich möchte morgen Teil des Kollektivs sein, dann kannst du morgen beitreten und halt Dinge mitentscheiden. Wir sortieren da nicht aus. Ne? Ja. Ja. Bezüglich die Lohngespräche. Ja. Ja. Nee. Wir diskutieren online in einem Bulletin Board. Deswegen, also ich weiß nicht, wie dein Internetverhalten ist, aber ich werde nicht 8 Stunden am Tag in einem Bulletin Board rumhängen, außer es ist, keine Ahnung, ich bin nebenbei noch so ein bisschen Imkereigeschichten, da mache ich vielleicht mehr, aber nicht so viel wie 8 Stunden. Der Zeitaufwand hält sich eigentlich ziemlich in Grenzen. Ich bin in der Woche vielleicht 2 Stunden im Netz für Premium irgendwie im Bulletin Board aktiv, aber auch nur, weil ich halt sehr stark in der Orga mit eingebunden bin und mich halt immer wieder reinlesen möchte, was gerade Diskussionsstand ist. Ja. Weitere Leute? Gesagt, jetzt ein Liquiditätsengpass, habt ihr denn jetzt irgendwie so eine Kapitaldecke, die ein bisschen mitskaliert, vielleicht zum Umsatz, dass nicht im Markt Wir haben seitdem Strukturrücklagen. Wie die genau aussehen, müsste ich dir die Zahlen zeigen. Kann ich aber gerade nicht aus dem Kopf, das tut mir leid. Aber das ist jetzt schon irgendwie so ein Puffer, sagen wir. Wir haben auf jeden Fall einen Puffer, ja. Wir hatten auch vorher einen Puffer, aber der Puffer hat halt nicht ausgereicht. Ah, okay. Also ein Puffer ist, also ökonomisch macht das auf jeden Fall Sinn, einen Puffer zu haben. Ja. Den hatten wir vorher, der hat aber nicht ausgereicht, um halt die nächste Produktion. Deswegen war dieses Wachstum halt das Problem. Ne? Aber jetzt habt ihr ja gesagt, ihr begrenzt den Wachstum auf 30%, das heißt, wenn der Puffer genau das ist, dann größer ist, ja, skaliert das jetzt. Ja. Ja. Das hört sich alles sehr schön an. Gibt es irgendwelche Dinge, die jetzt operativ oder strategisch aufgrund dieses Kollektivsystems schwierig sind, wo man sagt, wenn ich jetzt ein traditionelles Unternehmen wäre das einfacher? Ja, natürlich. Also das bleibt ja nicht aus. Du hast Probleme hast du an verschiedenen Stellen. Du hast zum Beispiel das Problem, was die Mitarbeiter anbelangt, dass du in einem anderen Unternehmen sehr viel einfacher Informationsstrukturen aufbauen kannst, die die Übergabe von Informationen an andere bedingt. Wir haben
durch unser Modell haben wir sehr spezifische Kundeninformationen oder sehr spezifische Kontaktstrukturen. Ne? Wenn wir da eine neue Person einarbeiten, ist das deutlich schwieriger als in klassischen Unternehmen, diese Wissensvermittlung, Wissensweitervergabe. Wenn ein Kollektivmitglied ausscheidet aus der Orga-Struktur, das wird halt immer schwieriger als bei anderen Unternehmen. Dinge dauern länger als in einem klassischen Unternehmen, wobei das würde ich inzwischen so ein bisschen revidieren. Ich habe eine Weile lang im öffentlichen Dienst gearbeitet. Da hat mal so eine Entscheidung, Anschaffung von einem Drucker 2 Jahre gedauert. Danach wurde der nicht mehr benutzt, weil dann eigentlich schon eine andere. Streitbar. Aber ne, es gibt durchaus Sachen, die bei uns dann deutlich länger dauern. Es kann auch eine Lösung mal deutlich länger dauern. Die längste Entscheidung dauert derzeit 8 Jahre. Ne? Was kann 8 Jahre dauern? Ideen? Naja, es gibt Leute, die mögen Cola mit Süße und Leute, die mögen das überhaupt nicht. Und es gibt Leute, die wollen eine zuckerfreie Cola haben. Und es gibt seit 8 Jahren die Diskussion, ob die Premium-Cola, die wir herstellen, ob die zuckerfrei ist. Ne? Und es gibt aber auch Leute, die trinken die Cola nur, weil sie so schmeckt, wie sie schmeckt. Ich weiß nicht. Die nur deshalb trinken, weil sie so schmeckt, wie sie schmeckt, weshalb sie ein Veto einlegen gegen ein Weglassen des Zuckers. Es gäbe bei uns im Kollektiv jederzeit die Möglichkeit, dass Leute anfangen können, das eigenständig zu organisieren, also mit Unterstützung des Kollektivs eine zuckerfreie Cola machen. Aber das müssten halt Leute machen. Ne? Und es das ist halt auch noch so ein bisschen das Problem. Wir haben, dadurch, dass wir so groß sind und dass wir sehr viel entscheiden, sind manche Leute abgeschreckt, dann wirklich Dinge mal anzustoßen oder Initiative wirklich zu zeigen, weil sie das Gefühl haben, sie werden durch das Kollektiv dahinter ausgebremst. Ich kann das nicht so ganz nachvollziehen. Dazu bin ich, glaube ich, auch schon zu lange dabei und weiß, wie Dinge funktionieren. Aber ich kann mir vorstellen, dass Leute erstmal abgeschreckt sind von dem, okay, dann muss ich ja erstmal irgendwie einen Konsens dafür bekommen. Und das ja, das ist sowas, was ich schon gehört habe. Dadurch, dass wir halt nicht alle an einem Ort arbeiten, also nicht irgendwie alle in einem Großraumbüro, hast du Vorteile und Nachteile. Ein Nachteil kann sein, dass du halt die Leute, mit denen du arbeitest, vielleicht noch gar nicht gesehen hast. Ich habe die Buchhalterin, ich bin jetzt irgendwie seit 4 Jahren bei Premium, ich habe die Buchhalterin zum Beispiel noch nie persönlich gesehen, was sich wahrscheinlich im Sommer ändern wird, ne? Aber wir arbeiten halt schon so. Der Vorteil daran kann sein, dass du so diesen typischen Beef, den du irgendwie auf Mitarbeiterebene an der Kaffeemaschine so normalerweise entwickelst, den hast du bei uns nicht. Ne? Also du hast halt nicht irgendwie so dieses Büro-Klatschgespräch, was halt irgendwie deine Position zu anderen Mitarbeitern änderst, hast aber gleichzeitig auch vielleicht nicht die Sensibilität, wenn es irgendjemand mal gerade schlechter geht, weil du halt die Person gar nicht siehst. Ne? So, das sind durchaus so Dinge, die sich dann verändern. Ja. Bitte. Gibt es noch weitere Leute? Ja. Wurde euch halt entschieden, dass ihr jetzt einen Konsens erreicht habt, gibt es eine Zeitspanne, wo Leute ja einreichen? In der Regel ist es so, dass wir gucken, dass 6 Wochen nach dem letzten Beschlussvorschlag, wenn da keine Änderung mehr vorgeschlagen worden ist, dass der auf vorläufig, also wir haben so 2 Ebenen da an der Stelle. Es wird erstmal auf vorläufig gültig gesetzt und nach 6 Wochen ist der dann halt auch erstmal gültig, ne? Also bis er halt wieder angegangen wird. Das Wichtige ist beim Konsensentscheid, die Entscheidung muss jederzeit veränderbar sein, also jederzeit wieder aufmachbar sein. Wir haben aber so rausgefunden für uns, dass so nach 6 Wochen, wenn es da keinen Änderungswunsch mehr gab, dass diese Entscheidung erstmal steht. So ungefähr 6 Wochen, ja. Nur jetzt mit Frauen jemals ein Problem mit dem Konzept von einem Internet-Troll kommt, der sich in das Kollektiv eingeklemmt hat. Das ist eine meiner Lieblingsfragen. Ja. Ist eine meiner Lieblingsfragen. Also ich bin ein Troll. Nein. Also ich muss ehrlich sagen, wir haben bis vor 1,5 Jahren haben wir über eine Mailingliste das Ganze gemacht. Wir hatten kein Board. Und ich weiß nicht, wer von euch schon mal Mailinglisten benutzt hat. Der eine oder andere kennt das vielleicht. Die sind nicht immer schön. Die Premium-Mailingliste, die wir da hatten, das war die am besten organisierte und funktionierende Mailingliste, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe und die ich wahrscheinlich nie wieder so gut erleben werde. Und ich habe schlimme Beispiele erlebt. Ich war eine Weile lang bei den Piraten irgendwie mit aktiv. Ne? Also
Wir haben das Glück, dass wir weitestgehend, glaube ich, das hat man Kollektivist so genannt, ich zitiere das nur, eine arschlochfreie Kette haben. Wir haben bisher keinen größeren Troll gehabt, der irgendwie nur um des Trollens willen dahin gekommen ist. Ich kann auch nicht genau sagen, was wir tun würden, wenn wir das hätten. Ich glaube, wir waren erstmal ziemlich davon irritiert. Allerdings gibt es durchaus immer mal wieder Leute, die ins Kollektiv frisch reinkommen und nicht so wirklich wissen, wie die Kultur bei uns funktioniert und dann erstmal vorpreschen und irgendwie 20.000 Dinge besser wissen und meinen, dass Dinge so und so gemacht werden müssen. Die haben relativ schnell bei uns Probleme, weil das Kollektiv ist halt ziemlich eingespielt und die Kultur ist halt auch ziemlich klar. Also sprich, wenn du irgendwie 20 neue Themen aufmachst und dann irgendwie, das muss aber so gemacht werden, wie ich das sage, das stößt nicht so besonders auf Gegenliebe. Es wird niemand da irgendwie beleidigend ausfallen. Dafür haben wir eine ziemlich gute Kultur. Also ich habe das noch nie erlebt, dass irgendwie beleidigt wurde. Aber da wird dann halt erstmal so ein bisschen eher reserviert drauf reagiert. Dann wird gesagt so, naja, aber vielleicht ist das das und das und dann ist das vielleicht noch eine andere Perspektive. Und die Leute werden dann tendenziell immer erstmal etwas ausgebremst. Es gibt Leute, die verstehen das dann, also die nehmen sich dann selber zurück und gucken dann, dass sie auf Augenhöhe mit Leuten diskutieren können und wollen. Das war eine Sache, die ich gemacht habe. Also ich war selbst jemand, der hat Dinge eher so, lass uns mal das so und so machen. Und ich glaube, dass das richtig ist. Ich bin im privaten Leben ziemlicher Besserwisser. Ich sage das nur gleich. Und es gibt halt Leute, die das halt nicht hinkriegen, diesen Kulturtransfer für sich zu machen, und die gehen dann halt meistens auch wieder, weil sie sehen, okay, sie können sich nicht hundertprozentig durchsetzen und sie sind das gewohnt, für die ist das halt meistens nichts und die gehen dann halt nach einer Weile wieder aus dem Kollektiv raus, weil sie sich selbst sagen, pff, ja, ne, also, ja. Dann würde ich sagen, wer noch mit mir am Rande quatschen möchte, dann sehen wir uns draußen. Die Fragen sind, glaube ich, dann vorbei, oder? Habe ich noch was übersehen? Ja? Also, dieses System ist ziemlich cool und wenn man das so hört, dann also dass es halt der verbreitet wird. Und es ist ja das Limit festgelegt worden, eben für das Wachstum. Und ob es da Stimmen gibt, die sagen, das ist zu wenig, aber das System mehr vertrauen könnte. Ist die Frage, ob wir mehr Wachstum zulassen sollten, oder? Oh. Ja. Also die Diskussion ist so ein bisschen in eine andere Richtung. Es gibt derzeit schon länger eine Diskussion, ob wir ein maximales Wachstum haben wollen. Also sprich, nachdem verkaufen wir, also wenn wir zum Beispiel, also nur eine fiktive Zahl, es gibt da keine Zahlendiskussion derzeit, zumindest habe ich keine gesehen. Also es gibt durchaus Leute, die sagen, naja, wenn wir irgendwie 2 Millionen Flaschen irgendwie umsetzen, dann sollte das auch genug sein, ne? Fiktive Zahl, wie gesagt. Anders hingegen, dass man irgendwie jetzt deutlich mehr wachsen muss, habe ich noch keine Diskussion bisher gesehen. Vielleicht gab es sie vor meiner Zeit, gerade kurz nachdem das auch entschieden worden ist. Aber zumindest in den letzten 4 Jahren, die ich dabei bin, habe ich das nicht gesehen. Was es durchaus immer wieder gibt, ist Anfragen, ob wir nicht irgendwie gerade irgendwie Amsterdam ist so ein Schwerpunkt, die halt irgendwie immer ganz gerne geliefert haben wollen, gerade irgendwie mit der Hausbesetzer-Szene, Dänemark. Was wir halt dann immer sagen können, hey, wir helfen euch ganz gerne dabei, irgendwie selbst ein Kollektiv dort aufzubauen. Ja, aber wir können nicht dahin liefern, aus dem Ansatz Sprachbarriere und halt irgendwie Lieferbegrenzung. Wenn wir euch unterstützen können, dann machen wir das gerne. In der Regel bleibt es dann halt bei dieser Initiativnachfrage, wir würden ganz gerne, können wir und so weiter und so fort. Also sprich, wenn du irgendwie morgen nach Dänemark umziehst und dann sagst, du möchtest dein Kollektiv da haben, wir unterstützen dich sofort, das zu gründen und aufzubauen, aber das können wir nicht tun, ne? Weil das würde halt dann diese Barrieren mit einbringen und so weiter und so fort. Ja. Nochmal zum Lieferradio. Wenn du es hinkriegst, dass wir so viele Kästen zum Beispiel von Nördlingen bis nach Salzburg umsetzen, dann können wir auch über die Bahn reden. Das ist aber weit außerhalb unserer Liefermenge derzeit. Also wir haben schon mehrfach geprüft und auch mit Leuten aus der Bahn gequatscht, so von, hey, wie sieht's denn aus, ne? Weil wir Bahnenthusiasten sind, ne? Also zu allen Vorträgen wird nicht geflogen, ja, das ist auch so ein Teil der Umweltbegrenzung, sondern es wird mit der Bahn hingefahren. Es wird geguckt, dass öffentlicher Nahverkehr genutzt wird, anstatt irgendwie Privatfahrzeug oder dergleichen. Auf die letzte Meile irgendwie mal noch ein Taxi zu nehmen, das ist manchmal notwendig. Ich habe es letztes Jahr einmal gemacht in 55 Vorträgen,
Ne? Ja, shame on me, ja, aber es von Varel bis zum Strand, es war mir dann doch zu weit. Die 15 Kilometer, die konnte ich im Regen nicht laufen. Das tut mir leid, ich gebe es zu. Nee, wir haben einfach nicht genügend Menge, dass wir derzeit Bahntransport machen können. Und das würde sich halt derzeit nicht lohnen. Aber selbst dann würden wir, glaube ich, nicht außerhalb dieses Radius, glaube ich, transportieren, weil, also man könnte dann vielleicht noch über Norditalien diskutieren, wo Leute durchaus deutschsprachig sind, aber ich weiß nicht, ich glaube, das sind zu spezielle Diskussionen, die müssen wir gucken, wenn wir die Menge haben. Also das weiß ich nicht. Okay, dann würde ich sagen, war es das von meiner Seite und vielleicht sehen wir uns nachher beim Konsens-Workshop, wo ich nochmal erzähle, was wir machen und dann dürft ihr ran. Okay. Super.